Guten Morgen, guten Morgen. Wir sind schon wieder auf Hochtouren am Rödeln. Ach, um 21:45 Uhr. Und ja, Katerstimmung nach wie vor. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir müssten quasi ein neues Getriebe auftreiben für das Auto. Und dann nachher heißt es, oh, jetzt ist vielleicht doch der Motor, oh, jetzt ist vielleicht doch die Achse, oh, jetzt tut der Pillemann weh. Deswegen wollen wir da keine Ressourcen mehr investieren. Haben jetzt geguckt, wir haben bei Kleinanzeigen ein paar Leute angeschrieben, so Aufkäufer, was die uns bieten. In dem schlimmsten Fall haben wir halt Totalschaden, Arschlecken rasieren, ab dafür. Genau, wieder weg, egal. Neun haben wir auch schon im Auge. Das werden wir alles dann in ein paar Wochen regeln. Aber zumindest haben wir die Baustelle jetzt schon mal weg. Jetzt habe ich hier derweil was installiert. Ich habe hier mal verbohrt, ja, das wird noch weggemacht. Unser Gitter hatten wir früher in den Erlen, hatten wir das immer in Deutschland, auch wo wir gelebt haben. Hatten wir es auch auf der Treppe, aus Gründen von friedlichem Essen. Damit der Etti nicht mehr da unter der Füße herpimmelt, kann er sich hier schön hinlegen, sieht uns, muss sich draußen warten. Ja, haben wir das installiert. Und eine neue Klobrille habe ich auch installiert. Die brauche ich euch auch nicht zeigen, da wisst ihr, wie aussieht. Die alte war, eine Schraube dull und eine dulle Schraube ist eben nicht cool. Und ja, die haben wir eben getauscht. Ach, die Nachbarin kommt wieder. Ich glaube, die hat mich letztes Mal von einem Ziegel geholt. Ach, ich ziehe mir mal über eine Hose an. Ich renne nur im Schlüpper rum. Der ist außer Rand und Band. Ach ja, und so geht's dahin. Jetzt draußen baue ich unsere Musikanlage. Ich habe eine Musikanlage, die ist so alt, die habe ich noch mit D-Mark bezahlt. Die werde ich jetzt gleich draußen installieren. Erstmal brauche ich eine Hose. Und haben wir auf Terrasse schön mit, Musik, können wir über Bluetooth, habe ich mal so einen Adapter für gekauft, USB hatten die damals schon, kann man das dann dazu packen, also connecten. Und dann wird draußen auch lustige Musik, da wollte ich mal dran gehen. Und ja, aufregende Tage, ihr Lieben, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich glaube schon, ne? Ja, die Powerbank auch wieder vorgeladen, die hatten wir gestern alle mit, weil wir nicht wussten, wie viel brauchen wir. Unsere Kameras für unser Handy, fürs Tablet, waren ja gestern noch wieder lange unterwegs. Naja, ich wollte entspannen, aber na, dies und das und jenes, und dann machen wir schon wieder draußen am Unkraut reißen. Vielleicht sollte es mal ordentlich anscheißen. Das schreibt sich ja. Stromausfall hatten wir gestern 100 Mal, unser Apfelbaum ist kaputt gegangen. Ja, alles ein bisschen marode, der Baum. So, jetzt gehen wir rüber, hol die Musikanlage rüber und dann baue ich die auf. Da zeige ich euch dann. Das Wetter ist gut heute, bis hat sich deutlich abgekühlt durch das Unwetter gestern. Und ja, gucken wir mal, was dort noch Schönes passiert. Mal gucken drüben, was die Nachbarn wollte. Ja, ihr Lieben, ich hatte euch ja vor einiger Zeit, vor 2 Wochen ungefähr, vorgestellt, unseren neuen Hausroboter für draußen, also nicht der Hausroboter, von Ultenic, der Poleo 10, der uns schon wirklich jetzt in den letzten 2 Wochen treue Dienste geleistet hat. Ich hole den mal raus, der Akku ist nämlich leer, ich wollte euch mal zeigen. Der ist jetzt wieder 1,5 Stunden gelaufen, der Akku reicht für 90 Minuten. Das Schöne ist an dem Schwimmer, der da oben immer hängt, kann man den rausziehen. Ich schließe den jetzt mal an. Der ist wirklich für fast alle Poolarten geeignet. Wenn der halt nach 90 Minuten seinen Dienst getan hat, fährt er zum Rand und dann kann er halt an dem Schwimmer hochgezogen werden. Ich würde den einmal aufmachen und sauber machen. Und einfach hier mit den Klickern vorne, hinten, und dann kann man ihn einfach hochnehmen. Ich stelle euch mal da hin. So. Zack. Ist hier ein Gitter drin. Boah, ist von Eimer fahren jetzt. Unglaublich, so ein Schmodder. Und hier drin auch. Ich gehe das einmal auswaschen am Wasserhahn und dann schließe ich den gleich an. Und dann kann er
in einer Stunde schon weiterlaufen. Ja, den haben wir wirklich lieb gewonnen. Der, ja, früher haben wir halt mit dem Besen ständig geschrubbt. Immer wieder, kennt das ja. Wenn dann die Kinder halt schwimmen gehen, Sand und alles, das bleibt ja nicht aus, dass das da reinkommt. Aber der saugt sehr viel weg. Was er nicht aufsaugt, das wirbelt er auf. Und das wird dann vom Sandfilter gefiltert. Also das ist schon eine enorme Erleichterung. Und auch von der, davon, dass der halt einfach zum Rand fährt. Und ja, man nicht den irgendwie aus der Mitte dann vom Pool kriegen muss, dass der halt, wenn der Akku läge, zum Rand fährt. Das ist halt eine enorme Erleichterung. Genau. Der hat halt eine automatische Dockfunktion. Muss man einfach nur reinschmeißen ins Wasser und los fährt er. Ich baue den jetzt wieder zusammen. Wenn der Akku halt leer ist, leuchtet das Licht rot. Und wenn es dann weitergeht, voll genug ist, das zeige ich euch gleich mal, läuft da grün. Ich packe euch einfach alle Infos in die Infobox, wie das gewohnt seid von neuer Technik, die wir haben und wovon ich wirklich, womit ich sehr zufrieden bin. Ich packe es in die Infobox, wenn ihr Fragen habt, kommt ihr auf uns zu. Na. So rum. Ach, ja, für Dove ist extra hier breiter Strich, dann kann man da draufsetzen. Zack, die Bohne. Ich mach's mal mit zwei, das geht dann alles ein bisschen einfacher. So. Hier ist genau dasselbe, wird so draufgesetzt, an der gleichen Seite. Klack, klack. Zusammenzubauen. Dann haben wir hier unseren Plätzchen dafür. Platz in der Sonne. Hier ist der Pömpel, der ist wasserdicht. Einfach angeschlossen. Zack, dann lädt er auf. Wenn das Licht aufhört zu blinken, ist er voll. Yes. Dann schmeiße ich ihn wieder rein. Und so machen wir so zwei, dreimal am Tag. Fährt er da seine Wege, frisst kein Brot. Und es ist halt enorme Erleichterung, genau. Wie gesagt, die Infos packe ich euch alle in die Infobox rein. Und wenn ihr Fragen habt, kommt ihr auf mich zu. Es ist halt für bis zu 70 oder 80 Quadratmeter Poolfläche ist das geeignet. Aber da muss man erstmal dran kommen. Dankeschön, mein Schatz. Und ja, anderthalb Stunden Laufzeit, wenn du vollen Akku hast. Und da ist schon echt lange. Geht es wirklich drunter und drüber, könnt ihr euch nicht vorstellen, kann man nicht erzählen. Morgen wird das Auto wahrscheinlich abgeholt. Wir haben Tipps bekommen, dass wir das inserieren sollen. Es kommt morgen einer aus Polen. Vorher will ich es aber online abmelden. Meine Güte, was ein Zirkus und Theater. Egal, wir melden uns später wieder. Wir fahren jetzt eben wacker. Heizer, Hitze, Hitze, Schwitze, Ritze, Mitze. Ich bin wieder zurück. Meine Güte, war das wieder ein Gepimmel und Geochse, ey. Bin fertig wie ein Arsch. Wie ein Turnschuh, wollte ich sagen. Nichts anderes. Ja, habe jetzt den Nummernschilder ganz zärtlich abgekratzt, alles gemacht, eingegeben, etc. pp. Mein Telefon geht, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder oben. Ja, Eismann war auch noch nicht da. Holen wir aber gleich nach. Der fährt immer seine Runden und da hört man den immer ein paar Mal. Bevor er dann hier vorbei asselt. Ich weiß gar nicht, was ich euch heute schon erzählt habe. Ich bin völlig im Kopf. Wir waren jetzt gerade in Österreich. Wir haben die Nummernschilder geholt. Wir haben das abgewickelt. Abgemeldet online. Klappt er wirklich super. Einwandfrei. Toi, toi, toi. Man muss ein bisschen aufpassen beim Abkratzen. Das ist der Kurs, ja. Morgen kommt jemand, der fährt heute Abend los. Hat uns ein Angebot gemacht, womit wir einverstanden sind. Mehr als wir erwartet haben. Ich bin sehr zufrieden. Wir sagen aber bewusst keine Summe, weil das dann nur wieder unnötiges Genörgel und Gezeter gibt oder Diskussionen. Weil das noch offen ist, weil er noch nicht weg ist. Ja, oder so. Wir sagen das noch nicht. Wir sagen es vielleicht auch gar nicht. Mal gucken, wir überlegen uns das. Jedenfalls sind wir damit zufrieden und da ist alles, was zählt. Und ja, ich mache mir jetzt gerade Essen warm. Wir haben 18 Uhr.
Oder wie spät haben wir gerade? Weißt du das zufällig? Als wir angekommen sind, war kurz vor 6. 18 Uhr, ich bin wirklich platt. Krieg die Alufelgen, krieg ich da noch mit dabei. Ach, die Stahlfelgen. Dach, wir müssen hinten noch die Abdeckung noch vom Kofferraum mitnehmen. Die kann er ja auch haben. Die brauchen wir eh nicht. Na? Ja, mal gucken. Morgen geht's nach Österreich. Yay. Ich dachte, das Reisen hört auf. Oh. Ja. Aber es sind ja nur 100 Kilometer, aber das sieht sich halt so, weil das viel über Land ist, ne? Naja. Mal gucken. Ich hab Bock auf ein Bier, aber nein. Dann krieg ich wieder Kopfschmerzen. Naja, viel repariert heute wieder, viel installiert, viel gemacht. Die Mama war zu Hause fleißig, hat die ganze Zeit alles gerödelt, alles gemanagt mit den Kindern. Nein, nicht mit den Kindern. Einfach so, alles gemacht im Haushalt, sieht ja sauber wieder alles. Oh, mein Mäusekind. Mäuse, was ist los? Ja, ich weiß. Hier bläst du noch. Ich lutsche das nicht, aber ich mach das fest für mich. Aua, hat sie. Die Arme. Aber alles gut, nichts Schlimmes. Ich bin satt, ich hab gerade Egal. Ich habe jetzt leider Brokkolinski. Möchtest du auch Brokkolinski? Was soll ich ablutschen? Nee, ich möchte, das ist mir zu viel Öl am Pesto, mein Schatz. Gib her. Ich kriegst ja Brokkolinski mit dem Papa. Ja, ihr Lieben. Ich meine, die Kleine machen. Ich bin gut angekommen. Auto, morgen geht's weg. Abgemeldet haben wir schon. Es ging überraschenderweise lang. Einfach. Ich hole dir Wasser, mein Schatz. Bis morgen. Ja, nicht bis morgen. Ich werde die Kleine einfach nochmal rein und versuche runterzukommen. Und ja, bis gleich. So, haben jetzt die ganzen Brocken aus der überall rausgesucht. Unterlagen, alles, was vom Hyundai war. Und ja, morgen geht er weg. Schade. Wirklich schade. Ich hole hier die letzten Sachen noch raus. Ich hätte diese komische Bücherwanne mit dabei. So ein Scheiß, den eh keiner liest und braucht. Hätte ich hier irgendwo hingeschmissen. Oh, was ist Scheiße denn? Ah, ja, ja, zum Glück haben wir nicht hier drin, ne? Dann sehen wir uns besser. Oh, hier muss ich auch unbedingt aufräumen. Hier so viel Scheiß rum. Meine Güte. Die stinkt wie eine Ilse. Seid froh, dass ihr mich nicht riechen könnt. War der Akku leer. Meine Güte. So. Setzt mich jetzt in meinen bühlen Chefsessel. Dann gucke ich mal, ob ich die richtigen Sachen rausgeholt habe. Pumpen wir ja raus. Oh, Pumpe. Muss ja nach die laufen. Genau. Was haben wir hier? Ein Reifen-Mobilitäts-Dings. Ach, das können wir behalten. Aber hier die ganzen Unterlagen. Vom Auto. Keine Ahnung, wo der Eddie jetzt hin ist. Ist mir egal. Tor ist zu. Ich bin nicht froh, wenn wir ein Auto haben. Und alles wieder geklärt ist. Ich bin auch traurig, aber auch froh, dass wir das jetzt so ein gutes Angebot, so ein super Angebot gekriegt haben. Und dass dann endlich die Baustelle weg haben. Jetzt 9 Uhr. Eigentlich wollte ich in dem Bett liegen und pennen. Morgen um 7 geht's los. Naja, könnte sich ändern, ne? Ich muss ja gleich noch die Videos von gestern hochladen. Ich hoffe zu nichts irgendwie. Duschen muss ich auch noch, habe ich ja schon erzählt. Gerade Akku leer, Unterlagen gesucht. Aber da bin ich wieder. Genau. Ja. Der Eti ist auch warm. Der geht mal baden. Dann genau, sein Schnäuzen sieht super aus. Er ist zugewachsen. Dann müssen wir Mittwoch zum Tierarzt oder Dienstag, muss ich mal gucken. Mal telefonieren. Da ist wirklich so gut geworden. In ein paar Tagen. Komm mal hier, komm mal fein. Zeig mal unseren Freunden. Komm mal hier, dein Schnäuzchen. Komm mal her.
Seht ihr das? Das war ja alles offen. Und da wachsen jetzt richtig Haare schon drüber. Oh, Homie. Haben gerade Knäckebrot gegessen, wir beiden, ne? Oh, Schnäuzchen. Oh, lecker. Sag mal, mit Leberwurst, Hela-Ketchup und Leberwurst, veganes. Das war lecker, ne? Ja, ich dich auch. Altes Mist. Furzi-Gesicht. Ja. Gerade sauber gemacht von der Stunde. Dann geht er einmal baden, also wieder Hunds von Schlunz. Naja, so ist er. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder mal fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Chaos-Tag. Morgen geht's früh los. Ich nehme euch mit. Ein letztes Mal werden wir das Auto bewundern, bevor es Richtung... Was ist das denn da? Wer ist das? Wer ist das? Oh, Flamingo. Ihr Lieben, bis morgen.